Topfgucker TV empfiehlt. Ich bereite für Sie heute vor Büffelmozzarella mit Tomaten. Jo, hier haben wir unsere Zutaten heute. Wir bauen erstmal den Büffelmozzarella. Ist schon als Platte ausgerollt. Rucola, Basilikum, Tomaten, Balsamico und ein gutes Olivenöl. Zur Dekoration haben wir noch Walnusskerne und ganz normal Salz und Pfeffer. Jo, also ich nehme als erstes den Büffelmozzarella. Um den besser aufrollen zu können, lege ich ihn auf Klarsichtfolie. Als nächstes kommt dann Salz und Pfeffer für den Geschmack. Es ist immer besser, ein bisschen Pfeffer aus der Mühle zu nehmen, um die Frische zu gewährleisten. Dann habe ich hier ein Pistazienöl. Das ist einfach für den Geschmack ein sehr nussiges Öl. Dann habe ich die Tomaten-Concassés. Concassés sind klein geschnittene, gewürfelte Tomaten, bei denen vorher die Haut abgezogen wurde. So. Schöne Tomaten können ruhig reichlich sein. Ist schön fruchtig. Als nächstes kommt dann das Basilikum dazu. Vorher ein kleines bisschen klein schneiden. Wichtig beim Basilikum ist zu beachten, dass Basilikum keine Kälte verträgt, sollte also nicht im Kühlschrank gelagert werden, weil da auch das Aroma verloren geht. Dann haben wir noch den Rucola. Einfach gezupften Rucola in die Mitte drauf. Und jetzt können wir die Mozzarella-Rolle schon mit Hilfe der Folie zusammenrollen. Schön immer noch ein bisschen nachdrücken, damit sie auch nachher schön hält. So. Wichtig ist noch bei Mozzarella vielleicht noch mal mit Küchenkrepp ein bisschen nachtupfen, weil der Mozzarella immer noch sehr viel Flüssigkeit verliert. Weil sonst haben wir die ganze Flüssigkeit nachher auf dem Teller und das wollen wir ja nicht. So, und dann ist auch die Mozzarella-Rolle schon fertig. Nochmal kurz ins Kühlschrank, kurz ruhen lassen. Der Mozzarella war jetzt eine Stunde im Kühlschrank und jetzt geht's ans Anrichten. Dann schneide ich drei schöne Tranchen ab von dem Büffelmozzarella. Sieht auch so schon sehr gut aus. Setze sie schön ein Muster, wie man sie jetzt auf dem Teller ist, egal, aber ein Sternchen sieht immer am schönsten aus. Dann nehme ich zwei Kirschtomaten. Setze die noch so dazwischen. Dann frisch gezupften Basilikum. In die Mitte etwas Rucola. Dann nochmal mit Salz und Pfeffer würzen. Und dann mit einreduziertem Balsamico-Essig. Und Olivenöl. Mal ausgarnieren und zum Schluss für die Crunchigkeit ein paar Walnusskerne. Und damit ist unsere Büffelmozzarella-Rolle fertig, die gefüllte. Ich wünsche Ihnen guten Appetit und dazu schmeckt am besten noch ein selbstgebackenes Ciabatta-Brot, was wir selbstverständlich auch vorbereitet haben. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de